Was geht, Freunde? Willkommen zum kleinen, ich sag mal, Eröffnungs-Kick-Off-Video der Winterpause. Heute wird sich alles darum drehen, was ist die Winterpause? Ich meine, klar, obvious, ne? Aber was muss man beachten? Was werde ich beachten generell? Wie verläuft Kickbase? Was passiert? Wir werden einfach ein bisschen drüber schnacken. Kleines offenes Video, bevor das Ganze losgeht. Lasst natürlich wie immer ein Like da, würde mich sehr freuen. Morgen gibt es dann die Marktwertraketen für den Winter. Wahrscheinlich morgen 12 Uhr, wie immer. Und, oder vielleicht mittags, weiß ich noch nicht ganz genau, vielleicht auch donnerstags morgens, ich weiß noch nicht. Und dann am Wochenende gibt es Kaufspecials. Am Wochenende werde ich dann Kaufspecials online bringen, wo wir dann nochmal Stand jetzt schauen können, welche Spieler lohnen sich am meisten über den Winter, was Punkte und Performances angeht. Am Donnerstag im Marktwert-Raketen-Video geht es dann wirklich einzig und allein darum, welche Spieler steigen und welche eben nicht. Genau, Winterpause, juhu, es geht los. Es seht ihr allein, wenn ihr hier... Ich am liebsten auf dem Boden kotzen, wenn ich das sehe. 66 Tage. Ich habe einfach keine Lust drauf. Aber naja, ihr seht es schon. 66 Tage ohne Live-Matchday. Was bedeutet das? Prinzipiell, logischerweise bis dahin, könnt ihr mit eurem Team machen, was ihr wollt. Ihr könnt theoretisch gesehen alle Spieler verkaufen. Ihr könnt theoretisch gesehen alle Spieler kaufen, ihr könnt 120 Millionen im Minus sein, das ist alles vollkommen egal, es zählt erst wieder dann zum, ich glaube, 20. Januar. Direkt dann die erste Sache, kommt darauf an, in was für einer Liga ihr spielt. Wir beispielsweise spielen Stand jetzt mit einer 18er Kaderbegrenzung. Diese wird aber dann quasi ab der nächsten Woche Montag auf 14 Mann runtergesetzt, damit einfach das Trading-Volumen in der Winterpause ein bisschen reduziert wird. Man kann immer noch was machen, man kann immer noch Gas geben. Aber bis dahin, kann man das oder damit kann man das Volumen dann ein bisschen einstellen. Was bedeutet das erstmal für eure Teams? Spieler, die jetzt fallen, die werden auch wahrscheinlich durchfallen. Im Sinne von, ich glaube, bei Fallen ist es nicht so krass wie bei Steigen. Nehmen wir als Beispiel mal direkt einen Sibachö. Den habe ich gestern oder vorgestern verkauft. Der Kollege wird nahezu garantiert die komplette Pause durchweg fallen. Also es gibt eigentlich keinen Ereignis, das passieren kann, wo man wirklich sagen würde, okay, jetzt aus dem Nix fängt er wieder an zu steigen. Außer Liga Insider setzt ihn felsenfest in die Startelf, was nicht passieren wird. Da wird wahrscheinlich sogar Ian Behrens vor ihm stehen, weil er jetzt zwei Spiele lang nur von der Bank kam, letztes Spiel nicht mal eingewechselt wurde. Der wird Ende der Winterpause vielleicht bei seinen 8 Millionen sein. Also der wird krass, krass, krass droppen. Bei Leuten wie einem Ryerson... Wie gesagt, ich hatte auch noch nie so eine lange Winterpause. Das ist jetzt alles Spekulation. Ihr könnt mir auch gerne eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Der droppt zwar jetzt ins Bodenlose, aber der wird nicht auf 6 Millionen fallen. Das ist der gesetzteste Schienenspieler bei Union. Union ist eigentlich immer noch eine ganz starke Mannschaft. Und er hat jetzt klar im letzten Spiel nicht performt, aber davor hat er 127 Punkte gemacht und ist generell ja eigentlich kein verkehrter Spieler. Also da glaube ich nicht, dass der auf 6 Millionen runtergeht. Kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Ich glaube, irgendwann wird so ein Cut-Off-Point kommen, wo es dann immer weniger fallen wird und das wird dann relativ stagnierend. Also immer wieder ein bisschen fallen, 50, 60k jeden Tag. Aber auch das ist reine Willkür. Dazu auch wenn ich jetzt ein Marktwertraketen-Video online bringe, es ist unmöglich, logischerweise 66 Tage den Markt vorherzusagen. Also nur weil ich jetzt hier einen Henning Matriciani habe, der wird jetzt nicht über den kompletten Winter jeden Tag um 300k steigen. Das ist einfach nicht realistisch. Irgendwann, ihr müsst euch vorstellen, ich habe es euch schon öfter erklärt, der Marktwert wird bestimmt, indem logischerweise der Spieler gekauft wird. Also nicht Kickbase sagt, ja, der ist cool, der steigt jetzt, sondern es gibt eine gewisse Anzahl an Ligen und diese Anzahl an Ligen bestimmt, ob ein Spieler steigt oder fällt. Das heißt, in jeder Liga wird Henning jetzt gekauft, das sind meistens kompetitive Ligen, dementsprechend wird er zu nahezu 100% gekauft und wird jetzt erstmal eine bis zwei Wochen auf jeden Fall steigen. Aber da müsst ihr euch überlegen, sagen wir jetzt einfach mal 20.000 Ligen. In 20.000 Ligen ist er jetzt gekauft worden. Dann ist er weg. Also dann kann er ja nicht mehr auf den Markt kommen. Und dann fängt der Marktwert an zu stagnieren. Dann werden die ersten Leute sehen, oh, der Marktwert stagniert, ich gebe ihn wieder ab. Und dann reicht schon so eine kleine Bewegung. Also von diesen 20.000 Ligen verkaufen 1.000 Ligen ihn. Dann fängt er schon an zu fallen und dann wird der Rest, wie klassische Kickbase-Marktwertstrom, mit dem Strom schwimmen, wird ihn auch verkaufen. Also Spieler steigen nicht über die komplette Pause. Außer, und da kommen wir zum wichtigen Punkt, nicht bei Marktwertobjekten. Also nehmen wir jetzt mal als Gegenbeispiel einen André Silva beispielsweise. Kostet jetzt 18,1 Millionen, hat jetzt zwei Spiele richtig geil performt.
Es würde mich wundern, wenn der irgendwann in diesen 66 Tagen mal fallen wird. Wir sprechen aber hier nicht von 300k jeden Tag, sondern es wird irgendwann der Cut-Off-Point kommen, wo er vielleicht nur noch 30, 40k am Tag steigt. Aber die würde konstant steigen. Man sieht es ganz gut. Bei wem habe ich es jetzt gesehen gehabt? Ich glaube bei Micha. Na gut, da ist dieser kleine Dip oben drin. Wen nehmen wir? Ich habe ein sehr gutes Beispiel, ist zwar in der zweiten Liga, aber ist ja für den Sinn dahinter, also ist ja eigentlich vollkommen egal. War es Sonny Kittel, an den ich denke? Nee, auch nicht. Dann war es Vanicek. Ich habe irgendeinen Spieler letztens den Marktwert geschaut gehabt und der war so konstant. Genau das. Also ihr seht es, die Marktwertkurve steigt tendenziell natürlich stark an. Aber, wenn man das jetzt beispielsweise auch hier auf einen Monat bezieht, die steigt nicht rasant. Also der steigt vielleicht jeden Tag um seine 30k, dann mal um 20k, 10k, 40k, 50k, 30k. Aber es bleibt konstant. Und dieses Punktebild oder dieses Marktwertbild hat man sehr, sehr häufig bei Spielern, die die einfach gehalten werden. Also jetzt bei André Silva nochmal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ist, glaube ich, was konstante Marktwertbilder angeht, eigentlich auch ein sehr gutes Beispiel. Er hat jetzt diesen einen Dip drin gehabt, aber man sieht es gerade im Mittelteil, so wo die Kurve geht hoch, dann stagniert sie super, 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 super lange, dann ist jetzt in dem Fall nochmal hochgegangen, weil Saisonende war. Aber ihr wisst, was ich meine. Also bei Spielern, die grundsätzlich gehalten werden, stagniert der Marktwert irgendwann. Genau, das gilt zu beachten, das heißt, verlasst euch nicht darauf, rechnet nicht, okay, Henning steigt jetzt auf 12 Millionen, das wird nicht passieren, selbst in so einer krassen Winterpause nicht, irgendwann gibt es immer diesen Switch, wo man auch eine Ländership-Pause sieht, die Spieler steigen so knappe 10 Tage, dann fangen sie an zu fallen, dann fangen andere Spieler an zu steigen, weil einfach diese Masse des Tradings wirft sich dann immer Teil für Teil nochmal auf andere Spieler drauf. Das ist für den Marktwert auf jeden Fall relativ wichtig zu beachten. Und dann ist auch die Frage, weil ich jetzt häufig bekommen habe, ja, wenn jetzt ein Spieler fällt, soll ich den verkaufen? Grundsätzlich bin ich ganz ehrlich mit euch, Kickbase ist immer noch, ich sage zwar mal, Punkte größer gelten, da bleibe ich auch dabei, aber Kickbase ist ein marktwertorientiertes Spiel. Also wenn jetzt euer komplettes Team fällt, dann habt ihr langfristig einen hohen Qualitätseinbußen. Also ihr müsst auch Spieler abgeben, auch wenn ihr vielleicht nicht ganz zwiegespalten oder wenn ihr vielleicht zwiegespalten seid, wie zum Beispiel bei mir im Siebertschö. Ich bin mir relativ sicher, dass der Ende der Pause wieder in der Startelf steht, aber diese 6 Millionen Marktwertverlust kann ich einfach nicht mitnehmen. Bei Ryerson ist es für mich ein bisschen anders, ist jetzt so der einzige Spieler in meinem Team, der wirklich doll fällt. Aber da denke ich mir halt, ey, der hat jetzt 13 von 15 Spielen gemacht, 2 war er verletzt draußen. Also in jedem Spiel, wo er da war, hat er einen Einsatz bekommen und nur ein einziges Mal nicht in der Startelf. Und das war in der englischen oder quasi in der englischen Woche, wo sie am Wochenende gegen Bochum gespielt haben. Wo man sich dachte, okay, irgendwann muss man dem Kollegen ja auch mal eine Pause geben. Also Ryerson ist ein gesetzter Mann. Da glaube ich mehr an das Punktepotenzial als an den Marktwert. Aber gerade so vage Positionen, wo ich nicht sicher sei, da wird der jetzt noch liefern oder wird der eher weniger liefern, die würde ich persönlich abgeben. Habe ich jetzt einen hier in meiner anderen Liga vielleicht als Gegenbeispiel? Gut, Rami wird jetzt auf jeden Fall wieder, vielleicht fällt er jetzt ein bisschen wegen dem Coronavirus, aber das ist in dem Fall zum Beispiel scheißegal, weil ihr dann den Spieler glaubt. Habe ich einen Kollegen, der hier fällt? Nee, leider nicht. Egal. Ja, nur vom Grundbeispiel habt ihr es auf jeden Fall verstanden. Spieler, die fallen, nicht grundsätzlich verkaufen, aber ihr müsst schon ein bisschen marktwertorientiert denken. Also gerade Spieler, die so ein bisschen 50-50 sind, wie zum Beispiel in Jordan Siebertschö, dann gebt ihr die halt ab. Dann müsst ihr halt auch mal ein bisschen marktwerttechnisch denken, aber jetzt nicht grundlos jeden Spieler, der fällt, abgeben. Weil da gibt es auch ganz viele, die sagen, boah, der fängt an zu fallen, weg mit dem. Auf gar keinen Fall, das ist nicht der Sinn der Sache. Genau, und so geht das jetzt quasi 66 Tage voran. Es kann viel passieren, viele, viele Einflussfaktoren auf den Marktwert. Ein Spieler kann sich bei der WM verletzen. Ein Spieler kann bei der WM abgehen. Das hat mit Sicherheit auch einen relativ großen Faktor, je nachdem, wie es hier medial, wie wir sagen, betreut wird. Also wenn jetzt ein Rizzo Doan gegen Deutschland einen Hattrick macht und dann hier irgendwie auch in die deutschen Medien überschwappt, ja, der ist der Hammer, der ist so toll, der ist der Hammer, Freiburg, Legende, was weiß ich. Kann es auch sein, dass das den Marktwert beeinflusst, aber da bin ich ganz ehrlich, sehr gering. Also letzten Endes beeinflusst den Marktwert jetzt für die Winterpause Kickbase bezogen eigentlich nur Verletzungen, wirklich doll. Und wirklich, dass ein Spieler jetzt aus dem Nix anfängt zu steigen, na, da müsste schon ein Neutransfer sein oder irgendwelche PK-Aussagen oder keine Ahnung, ein Testspiel von der Mannschaft. Ich meine, zum Beispiel Leverkusen geht ja auch auf so eine kleine Testspiel-Tour und da, wenn da zum Beispiel mal in, ich weiß nicht, wer jetzt nicht nominiert ist, dann nehmen wir einen Demir bei, der macht da die ganze Zeit Hütten ohne Ende und Sioane ist natürlich, der kommt dann zurück, nur um das zu sagen, nee, Alonso sagt dann, ja, Demir bei, das ist unser Mann, der wird jetzt ab sofort immer spielen, rein hypothetisches Szenario, dann würde das einen Einfluss haben, weil generell haben eigentlich nur Verletzungen negative Einflüsse, also da müsst ihr euch eigentlich keine Sorgen machen.
Jo, und so geht das dann 66 Tage voran. Ich hoffe, das Ganze konnte euch so ein bisschen helfen, um so ein bisschen einen kleinen Überblick zu bekommen, wie verläuft das jetzt. Wie gesagt, am Donnerstag gibt es dann die Marktwertraketen für die Winterpause. Welche Spieler ich denke, die wirklich 66 Tage das Potenzial haben, durchzusteigen. Also es wird nicht ein Henning Matriciani sein oder sonst was. Das werden wirklich Spieler sein, die... ja, die einfach auch eine spielerische Relevanz haben und wirklich diese komplette Winterpause einen positiven Marktwertprofit mitnehmen können. Das war's dann von mir. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann am Donnerstag zu den Marktwertraketen oder morgen, je nachdem, wann ich es schaffe. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man?